Herzlich willkommen zu einem neuen Part auf dem Server Tiger Ghost Part 3. Ja, am Anfang habt ihr gesehen, dass ich einen Seelschein gelesen habe. Richtung P. Hab die Kampfgaul-Quest fertig gemacht. Und ja, da wollte ich euch mal fragen: Kennt ihr den Trick eigentlich, wenn ihr einmal oben rechts oder unten im Ork-Teil die Orksan-Quest noch offen habt, dann könnt ihr mit Level 75 oder mit Level 90 oder 120 immer noch Ork-Zähne farmen. Dazu müsst ihr einfach den Ork killen. Der droppt den dann nicht, sondern wird dann automatisch im Inventar hinzugefügt. Da unten links seht ihr es ja. Ork-Zahn erhalten, und das sind ganz normale Ork-Zahn, die man auch OTM droppen kann. Ist auch handelbar. Ja, dann gab es ja die mysteriösen Truhen im Item-Shop. Hab man dann direkt 10 Stück erstmal geholt. Und ja, da seht ihr mal, was da alles Schönes rauskommt. SC2-Scheine sind eigentlich nice, ne? Handelbare. Gibt es dann auch Genüge auf dem Markt. Ja. Dann die vorletzte Kiste, einen Kriegskadal halten. 20 Tage lang. Auf jeden Fall sehr nice. Dann habe ich meinen AKS poniert und auch gedreht mit Gegenstand verzaubern. Zuerst habe ich da erstmal gesagt, ja okay, erstmal AGO für die Grotte, und ja, ist dann auch direkt reingekommen, habe es dann auch gelassen, und ja, hier Ibis plus 9, Ziel war halt 20 Teufel, ist auch sehr schnell reingekommen, habe dann am Rad gedreht, am Marzellrad, habe dann einen Auraquant bekommen und dachte mir, komm, dann drehst du denn das Schild weg und versuchst da irgendwie 10 Teufel reinzukriegen oder 20% für die Grotte. Ja, dann ist dann auch, ja, 10 Teufel, 10 Ablocken und 6 Intelligenz drauf gekommen. Habe ich dann auch erstmal gelassen. Ja, das sind noch die ganzen Cores aus dem Rad. Am Ende des Videos werde ich dann den Clip noch einspielen, was ich da alles gedreht habe. Alles natürlich verschnellert. Das sind dann die ganzen Cores, die ich dann dafür geupt habe. Also die ganz komischen Cores, die man da rausbekommt, ist rare und ewig und normale, sind halt die ganzen Cores aus dem Rad gewesen. Ein paar Antike habe ich dann auch bekommen. Rubin natürlich, ja, voll reingeschissen, gar nichts bekommen. Eine antiken Jade, ja, Granat-Antik haben wir bekommen. Und ja, Onyx. Ja, Onyx 2, Granat 2, Jade 1, Saphir 1, und ja, das war's. Dann habe ich noch eine Schmuckstulle geöffnet. Aus der ersten Kiste kam dann direkt Nasamulett raus. Richtig nice. 7 Tage Laufzeit haben die. Hab mir dann ein paar Inventarschlüssel gekauft für die dritte Seite. Weil Platz ist immer gut für die Grotte oder wenn man im Dämonenturm farmt, die FBs, ist da Platz auf jeden Fall sehr nice. Hab dann natürlich immer schön fleißig die PQ gemacht. Müsste jetzt, glaube ich, mittlerweile schon Level 14 sein oder 15. Also auf Level 20, 21 lohnt sich das Ganze schon. Ja, Schlachtschild nochmal gedreht. Wollte da einfach nur AGO drauf haben für mein Aura-Gewand. Den habe ich ja aus dem Rad gezogen. Dann habe ich noch HTKs versucht auf plus 9 und dann, ja, wenn es gut läuft, dann auf plus 8 und dann auf plus 9 zu uppen. Ja, die ersten sind plus 8, zweiten sind plus 8. Ja, dann versuchen wir die mal plus 9 mit einem Schmiedhandbuch. Der erste. Fehlgeschlagen. Und der zweite. Leider auch fehlgeschlagen. Hat mich richtig geärgert. Ja. Dann habe ich mir noch Holzschuhe, ganz viele gekauft. Erstmal bis plus 6 gehabt. Und ja, einfach mal gucken, wie viele plus 9 gehen oder ob alle kaputt gehen. Das sind erstmal die Schritte auf die Ups auf plus 7. Das sind jetzt die Versuche auf plus 8. Ja. Ja, haben wir insgesamt 4 Stück plus 8. Und das sind jetzt die plus 9er Versuche. Erster kaputt, zweiter erfolgreich. Ja, die dritten schon haben geklappt. Und die letzten auch richtig nice gewesen. Die hat man da auch sehr gut weggekriegt für 33 KK pro. Ja.
Immer schön Seelensteine lesen. Ganz wichtig. Dann zwei antike Rubine gekauft, auf legendär versucht. War jetzt nichts Besonderes. War, glaube ich, schon DSS drauf oder einfach ein Blanker. Und ja, das ist jetzt mal die Zähler verschnellert, wie ich oben im Dämonenturm farme. Also, lohnt tut es sich auf jeden Fall. Also auf Waffensuche auf jeden Fall. Durch Furcht greift mir die Monster dich ja nicht an. Ich kann es ja eben wegpoolen und dann hast du die ganze Zeit 70er Metins. Musst du den nicht die ganze Zeit suchen. Nur da droppst halt keine Geiststeine, sondern nur halt Fertigkeitsbücher, Seelensteine und gelegentlich mal eine grüne Drachenbohne. Ja, dann habe ich mir weitere antike Steine gekauft auf und weitergehabt auf legendär. Hat dann auch geklappt. Dann habe ich noch welche gekauft. Die haben dann natürlich auch geklappt. Dann dachte ich, komm, versuch's einmal auf mythisch. Vielleicht klappt es ja. Und natürlich geklappt. Und die Bonis. Ja. Nichts Besonderes. Habe ich dann auch direkt weiterverkauft. Ja, zum Schluss nochmal die komplette Aufnahme vom Aselrad. Die ganzen Drehs aufgenommen. Ja. Könnt ihr euch noch bis zum Ende anschauen. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal.